So, jetzt meint sie, ja, es geht los. Und ja, das Einzige, was man hier natürlich anklicken kann, ist dieses Kamel hier, die heißt die Wüste Gobi. Ja. Jetzt will ich die anklicken. Und jetzt geht die Sequenz los. Jetzt meint sie, nein, nein, dummer Pandare. Auf der Wüsten Gobi reitet niemand. Ja. Jetzt gehe ich hier auf die Seite. Zuerst schaue ich mal blöd. Total ratlos. So, dann gehe ich hier auf die Seite. Und muss natürlich da hinten mit diesen Karren mitfahren. Jetzt darf ich da neben dem Zwerg und dem Troll sitzen. Echt super. Ahoi! Sag dir einfach Ahoi. Der Butt. Ja, inzwischen ist er nicht mehr. Wisst schon, was ich meine? Kurzzeitig hatte er da so einen kleinen Gedächtnisverlust, wo er ein bisschen verdumpft war. So. Da seht ihr schon die schöne Zone. Und jetzt müssten wir gleich von irgendwas angegriffen werden. Irgendwie solche kleinen Pygmäen-Dinger oder pff, was weiß ich, was das sind. So. Ja, ich darf natürlich nicht sitzen, ich muss stehen. Ich könnte mich ja da hinten vielleicht auf eine Kiste oder so setzen, aber nein. Da sind die schon, die reiten auf den Hyänen. Ja, alle natürlich da voll Angst und so. Nur ich, der Hero. Ja, ich mach natürlich gar nichts. So, jetzt sind wir umzingelt. Da. Mit ihren Gewehren. Da steht jetzt, wie viel Kokosnüsse bekommen wir für den Hässlichen. Damit bin natürlich ich gemeint. So. Das sind wir jetzt in der schönen Stadt Dolvir. Natürlich gefangen, wie soll es anders sein? Toll. Jetzt haben sie drei Kokosnüsse für die ganze Gruppe bekommen. Echt super. Ja, Verhandlungsgeschick ist nicht ihre Stärke. So. Da, ich sitze da und weine. Wie soll es anders sein? So, die verlorene Stadt der Dolvir. Ja. Wie es aussieht, habe ich da einmal hingekackt und sie auch. Ja, bei den anderen läuft es nicht besser. Und die haben da wenigstens einen Teddybären reinbekommen. Ja. So. Hallo. Ja. Und hiermit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, ich habe da einfach einen Cut gesetzt. Ich habe gesehen, es ist schon so spät. Dachte mir, gut. Die Videosequenz kommt einfach dann in die neue Folge. Mögen die Reisen sicher sein. Ja, letzte Folge sind wir Level 83 geworden. Und. Okay. So. Schalte den aus. Ich kann mich nicht sehen. Was ist denn hier jetzt los? Hallo, da hat's was. Oh Mann. I am unsichtbar und ich trage Feuerbälle mit mir rum. Lalalala. Das hatte ich auch noch nie. Schubidubidu. Ach, sieht das cool aus. Ja, letztes Mal sind wir 83 geworden. Und dann bin ich gleich am Ende der Folge hierher gereist. Gut, das Geheimnis aufgedeckt. Was soll denn das jetzt wirklich? Ich bin hier total unsichtbar. Da, ich rufe jetzt mein Bett, dass ich da nicht so alleine rumlaufen muss. Interessant, oder? Das hatte ich ja echt noch nie. Finde ich irgendwie cool. Ich sehe zwar nicht, wo ich stehe, aber ja, so ist es dann halt. Ja, auch da. So. Ach, den durfte ich noch gar nicht töten. Erst später, genau. Zuerst muss ich ja das Geheimnis aufdecken. Da. Jetzt sitzt keiner auf dem Feuervogel.
Ist das super. Ach, ich finde das so toll. So, da versteckt man sich in diese Blume. Vielleicht nach dieser Videosequenz, dass ich mich dann wieder sehen kann. Zur Not muss ich mal kurz das Spiel neu starten. Ja, ihr scheint die letzte neue Stammes zu sein. Ja, das ist so der Windlord. Der gibt ihnen jetzt dann so ein paar Kräfte. Er hat ein paar Kräfte auch bekommen von Todesschwinge. Er gibt wiederum jetzt ein paar weiter. So. Ja, irgendwie hat das alles nichts geholfen. Ich bin immer noch etwas unsichtbar. Na, okay. So. Quatschen wir den da nochmal an. 57.000 bekommen wir hier schon. Echt nicht schlecht. So. Ich soll hier Heuhaufen verbrennen. Ich soll hier den Schlüssel besorgen. Schönen guten Tag. Und 6 Rüstungen. Ja, keine Ahnung. Soll ich da jetzt unsichtbar bleiben? Was ist, wenn ich mich jetzt in einen Wolf verwandle und zurück? Ah, okay. Trick 17 nennt man das. Moment, meine Buffs laufen bald aus. So, jetzt kann ich dich nochmal niederprügeln, mein Freund. So, ich stelle jetzt dieses Totem, das ich in der letzten Folge angesprochen habe. So, das da. Sengende Flammen erhöht den Schaden von Flammenzunge um. Jetzt sind schon 40%. Ja, 5er Stack, 40%. Jetzt mache ich das drauf und das Deck läuft automatisch dann ab. Und ich habe halt somit 40% mehr Schaden gemacht. Ja, und durch diesen Set-Bonus, den ich ja das letzte Mal angesprochen habe, bekomme ich sofort diesen 40er Stack. Und die Abklingzeit wird sofort abgeschlossen. Jetzt ist der nochmal da. Was bist du denn? Die haben jetzt schon knapp 54.000 Leben. Ihr habt gesehen, am Anfang in der ersten Zone waren es so knapp 35. Also auch das Leben der Gegner steigt hier immer mehr an. Und machen dann natürlich auch immer mehr Schaden. So. Da vorne liegt was auf dem Tisch. Was holen wir uns? Welches Item-Level haben wir da derzeit? 277 habe ich an, 281 könnte ich haben, ja, weil ich das ganze Müllzeug noch im Inventar habe. Ja, ich sehe, hier brauchen wir schon ein bisschen länger, um die dort zu bringen. So. Da war auch ein Heuballen. So, du kannst dich nicht vor mir verstecken, da hinten liegt noch einer rum. Da müssen wir jetzt auch 5 Stück verbrennen. So, da vorne liegt jetzt auch noch einer. Ja, hauen wir den halt auch um. Der sieht mich ja sowieso, ist egal. Und wir können die Erfahrung eh brauchen. Ja, und bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel Leder zusammen. Primitives Leder, insgesamt erst 15 Stück. Und Lederfetzen 35. Und ich bin jetzt schon, ja, 83. Ja, das heißt, ich werde hier wahrscheinlich ordentlich nachfarmen müssen. Aber hier gibt es dann eigentlich eh auch ein paar Tiere. Ja, wenn nicht, dann muss ich das halt wieder offscreen machen. Dann farme ich das Lena danach. Ich muss dann eh noch schauen in den Guide, wie viel ich ungefähr brauchen werde. Wahrscheinlich wieder so um die 350, 400 Stück. So. Rauch in den Augen, das ist ein Schlüssel. Nein. Das ist Intelligenz drauf. Und eine Schusswaffe. Aber die ist viel wert. So, und Bud, der hat ja die tolle Idee. Auf dann. Mit den Rüstungen, wie wir entkommen können. Befreit Prinz. Okay, befreit. So, brauchen wir nur annehmen und er ist befreit. Endlich frei, ohne Belohnung, wie großzügig sein, Freunde. Ja, das ist jetzt wirklich ein dämlicher Plan. Aber im Endeffekt hilft es sogar. Werdet ihr gleich sehen, wenn sich die Kamera dreht. So.
werdet ihr gleich sehen, was die da machen. So. Ja, wir verkleiden uns als einer von denen. Echt cool, oder? Wirkt richtig realistisch. Also wenn du den anziehst und die da, also da merkt man kaum einen Unterschied. Lasst uns gehen. Einfach super, oder? Da, der streift da irgendwie schon am Boden und schürft sich den Bauch auf. So, Ramkain, jetzt sind wir in der Stadt der Guten. Denn es gibt, ja, von denen auch Böse. Habt ihr gesehen in Dolvir. So, da ist der König. So, hier dürfen wir jetzt wählen. Entweder bekommen wir 200 Gold oder wir nehmen dieses Ehrenabzeichen und bekommen dann 1000 Ruf. Ja. Da das hier sowieso ein altes Addon ist und dann Mist auf Mandaria kommt und wir hier nie wieder zurückkommen werden, ist der Ruf natürlich, ja, unnötig. Also nehme ich hier immer das Gold. 200 Gold sind mir ehrlich gesagt eh lieber. Zack, muss man noch benutzen. Und jetzt haben wir knapp 1500 Gold. Und, ja, sind wir wieder ein bisschen reicher. Dem schnellen Reiten wieder einen Schritt näher. So, da haben wir uns den Fluchtpunkt von der orkischen Dame. Dann muss sie irgendwo mal wo ein Händler sein. Ach nee, ich gehe zum anderen, da kann ich reparieren auch. Zum Schmied, da ist er. So. Da, den Stoff legen wir uns da runter. Und sonst ist da eh nichts, was ich sagen würde. Das ist, brauchen wir jetzt noch. So. Na? Weg. Und wieder da knapp 100 Gold dazu bekommen durch diese ganzen Rüstungsteile. So. Ach, das sind wieder diese Quests. Ja. Ist überall das gleiche. Ehrt die Flamme. Zack, klickt man das an. Moment, zuerst will ich den auch. Raus damit. Sprech mit dem Feuerschluckmeister. Ja. Die außerhalb schicken einen immer in die Hauptstadt zurück, damit man dort mit denen redet. So. Zack, das hauen wir da rein. Ja, jetzt habe ich die Flamme geehrt. Und bekommt das ein Buff. Euer Freudenzauber brennt hell. Ihr habt eine Chance von 30% bei jeglichen Nahkampf- oder Distanzangriffen. Sowie Schadenszauber zusätzlich 830 Feuerschaden zuzufügen. Ist doch super. Und was man hier noch machen kann. Oh, das hätte ich auch das letzte Mal schon erwähnen können. Man kann das Ding hier anklicken. Hallo? Ups. Ach, dauert ein bisschen, bis er sich dreht. Ja. Dann dreht man sich hier so blöd rum. Ihr seht hier, wie der Stapel sich da erhöht. Jedes Mal 3 Minuten. Tanz um den Sonnenbaum. Durch das Töten von Monstern erhaltene Erfahrung um 10% erhöht. Da kann man jetzt ein bisschen rumtanzen. La 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 la. Muss aber in der Nähe von hier bleiben. Man kann auch einfach stillstehen und gar nichts machen. Das tickt jetzt rauf bis zu einer Stunde. Würde ich sagen, machen wir das einfach kurz. Und dann bekommt man... Ja, eine Stunde. Und dann bekommt man eine Stunde lang 10% mehr Erfahrung. Wenn man stirbt, ist das natürlich weg. Aber man kann ja wieder hierher gehen. Und sich das neu holen. Bei den meisten Events gibt es irgendwie was, das einfach die Erfahrung oder sonst was erhöht. Oder so wie in diesem Fall... dass er den Schaden erhöht und außerdem diese Blume, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon vorgelesen, wenn man eine Blume da reinwirft, wird also automatisch auch die kritische Trefferchance um 3% erhöht. So, passt, da habe ich jetzt eine Stunde, dreht er sich noch ein bisschen weiter, oder besser gesagt sie. Ja, das war's. So, bekomme ich hier sonst noch irgendwo eine Quest? Das ist ja nur das Feuer. Da in diesem Bereich nicht. Gut, dann nur mehr da hinten. So, hier geht das Questen dann richtig los. Ja, ein paar Minuten kann ich noch, dann werde ich die Folge hier auch beenden. So, da. Da müssen wir jetzt so mit allen drei Priestern da reden, damit man die Aufgabe abschließen kann. Aber so einfach ist auch nicht. Sie geben uns da erst Hinweise und sowas, wenn man natürlich für sie wiederum... paar Aufgaben erledigt hat.
So, zack. Gut. Da müssen wir mal 4 solche töten. Und jetzt mit dem Buff macht man natürlich um einiges mehr Schaden. Ja. Genau. Die müssen wir ausbluten lassen. Da aber Vorsicht. Zuerst ausbluten. Danach, ihr seht, ich kann den ja kürschnern, ist ja ein Tier. Aber zuerst ausbluten lassen und dann kürschnern. Denn wenn ihr ihn zuerst kürschnert, könnt ihr ihn nicht mehr ausbluten lassen. So, das musst du am Anfang auch schmerzhaft feststellen. So. 10.000. Wow, nicht schlecht. Langsam wird das ja was mit uns, hm? So. Nochmal da an. 9.400er. Ja, das Blut ist automatisch dann bei jedem drin. Man muss es dann halt nur anwenden. Ja. Es gibt hier vorwiegend Wüste. Ab und zu seht ihr, da geht der Fluss, wo dann ein bisschen Vegetation ist. Es gibt dann hier auch kleine Oasen. Aber im Grunde, ja, besteht die Zone hier hauptsächlich aus Wüste. So, und sie ist auch riesig. Ihr seht, der Fluss geht da so durch. Da rundherum ist Vegetation. Es gibt dann auch noch hier in diesem Bereich Vegetation und hier ein wenig, auch ein bisschen was Größeres, aber der Rest ist Wüste. Ja, diese rosanen Punkte, die da hier eingezeichnet sind, das ist diese Kamelstatue. Wenn man die anklickt, kann man zu einer kleinen Prozentchance Glück haben. Ja, dass so eine Quest drinnen ist, wo man dann diesen Kameltreibermeister da töten muss. Und der droppt dann wiederum zu 100% ein Kamelmount. Ja, ich hatte bis jetzt immer noch kein Glück. Ich weiß, jetzt ist schon bald das nächste Addon vorbei, aber so einfach ist das nicht. Ich muss sagen, es fliegen und laufen hier immer noch sehr viele rum, die wirklich auch danach aus sind. Und das macht die ganze Sache schwerer. Das Einzige, was ich immer drin habe, wenn ich diese Urne aufmache, einfach nur Staub drin, der ist, glaube ich, 5 oder 10 Gold wert. Aber, ja. Dass ich mal zu dem Typen komme, hatte ich leider noch nicht. Das Ganze sollte man damals auch erst mit Level 85 gemacht haben. Denn der Boss war ein 87er, so. Und ja, wäre natürlich schade gewesen, wenn man da irgendwie mit 83 in diese Zone kommt, die Quest bekommt und gleich hingereist ist, denn dann hat man den natürlich nicht geschafft und somit war das Ding verschwendet. Man kann natürlich dort in dieser Zone so lange bleiben, wie man will, aber das Problem ist, man wird ihn einfach nicht schaffen. Und soweit ich weiß, kann man sich auch keine Hilfe rufen, dass man jetzt einfach sagt, ja, ich hol mir ein paar Freunde her. Ich weiß nicht, ob es inzwischen anders ist. Ja, weil inzwischen ist es so, man ist inzwischen 90, dann haut man nicht locker um alleine. Also inzwischen sind ja auch schon, keine Ahnung, Bosse mit 20 bis 40 Billionen Leben für die meisten Chars schon kein Problem mehr. Also so ist das halt. So. Was braucht man noch? Dreimal Blut und eins so ein Sonnenrelikt. Okay. So, da ist noch so ein Typ. Das wird so. Der hat sich schon vorher zu mir umgedreht, obwohl der Blitzschlag noch gar nicht angekommen war. Sehr gut. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt nochmal ein paar Skorpione. Ja, viele werden sich jetzt schon gefragt haben, ja, du stellst nie Tote. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht wirklich Sinn macht beim Questen, wenn man da immer nur gegen einen kämpft. Oh, ein 90er. Ich hoffe, du tust mir nichts, denn das wäre ein bisschen unfair. Ihr seht, der hat 745.000 live. Ich habe wiederum nur 54.000. Ach, die brauche ich ja gar nicht. Aber ich glaube, das ist diesmal mal netter. Ja, wieso keine Totemstelle? Es bringt nichts. Ihr seht, das ist so schnell hin. Nein. Zuerst ausbluten. Jetzt greife ich den an, mache irgendeine Fähigkeit drauf. Meistens haut man den in der Nation mal 25% runter. Dann fange ich an, meine 2-3 Totems zu stellen.
Inzwischen macht natürlich der Char-Auto-Hit weiter drauf und ja, im Endeffekt habe ich dann nichts von der Totentwicklung gehabt, weil ich dann nur mehr vielleicht einmal Sturmschlag oder irgendeinen Schock drauf machen muss und dann ist der Mob auch schon hin und ja, deshalb habe ich mir einfach angewöhnt, so normal beim Quest keine Totems zu stellen. Wenn es mal ein Rare ist, der ein bisschen mehr Leben hat oder irgendwie so ein kleiner, ja, Zwischenboss bei einem größeren Questabschluss, ja, dann stelle ich das Zeug, denn die haben einfach mehr Leben. Och, das waren alle. Dann ja, aber sonst, ja, irgendwie ist das Zeitverschwendung. Tja. Und so viel hat man heute auch nicht mehr zu stellen. Das Einzige, was man eh nur mehr machen kann, ist ja hier das Feuer-Totem. Eventuell das heilende Totem. Aber, ja, ihr seht, ich bin jetzt eher auf 100%, habe mich jetzt auch nicht geheilt. Also, ja. Früher hat man ja ein Totem, das Stärke und Beweglichkeit noch erhöht hat. Gibt's jetzt nicht mehr, wurde gestrichen. Hoppala, da muss ich was wählen. Leder, irgendeine Schildhand und Platte. 6. Das ist mehr wert. Tötet Kriegsfürst. Okay, den machen wir noch. Dann mache ich hier die Aufnahme. Oder besser gesagt, die Folge mal zu Ende. Ich will vielleicht dann noch gleich eine Folge aufnehmen. Dann habe ich meinen kleinen Vorrat. Denn wie ihr werdet gesehen haben, Wolfenstein ist zu Ende. Und World of Warcraft kommt jetzt wieder täglich. So, damit hier mal ein bisschen was vorangeht. Denn jeden zweiten Tag merkt man schon, ja, dass die Fortschritte dann nicht so groß sind. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei über 150 Barts. Und da ist er. Es wird halt noch ein bisschen dauern. Ihr seht, der hat zum Beispiel 89.000. Da stelle ich mir einfach das Totem hier schon mal her. Und jetzt kann er halt auch ein bisschen drauf schießen. Ihr seht, das Totem hat es nicht einmal geschafft, dass er mal einmal den 5er-Stack da oben voll macht. Ich bin bei 4 stehen geblieben. Ja. Also seht ihr, das bringt nicht so viel. Weil ich wurde von jemandem angeschrieben, muss wahrscheinlich ein Troll gewesen sein. Im Nachhinein hat er dann seinen Account gelöscht, denn man konnte nicht mal darauf antworten. Der meinte, ja, du kannst deine Klasse gar nicht spielen und du stellst die Totems und ja, wozu? Man, ich setz ja selbst, das ist, ich find's unnötig. Also Instanz, ja, das stelle ich auch bei vielen Edge, stelle ich dann glühendes Magma, dass das einfach so ein AOE-Tick macht. Da stelle ich auch ab und zu dann mal Heilungsflut, wenn es wirklich dann mal nötig wird, wenn die Gruppe extrem droppt, aber sonst, ja, unnötig. Ah, der Helm ist jetzt immer noch besser. Ja, lass mal den Helm auf. Der Stab, der ist 22 Gold wert, den nehmen wir. Ach, ich saß hier auf dem Mount. So. Ja, hier konnte man sehr gut das Gerstenrohr farmen. Ja, besser gesagt, das Gerstenrohr gab es nur hier. Und auch nur in diesen, ja, Grünflächen. Wo sehe ich jetzt vielleicht eins? Gerstenrohr, ja, das ist so ein Alchemie-Zeug. Das brauchte man damals als Beweglichkeitsklasse. Und da ist man einfach da den Fluss abgeflogen. Da unten rauf, dann da rauf, dann da so rüber. Und das hat man dann einfach, keine Ahnung, eine Stunde lang gemacht. Dann hatte man eben meistens locker so 150, 200 Gerstenrohr, das hat dann eh wieder locker für eine komplette Raid-Woche gereicht oder manchmal auch sogar länger. So, den ganzen Mist da weg, das Leder aufheben. So, dann. Ja, genau, Freudenfeuer der Allianz, das gibt's ja auch. Da wiederum kann man das Feuer löschen. Man klickt das einfach an. So, jetzt habe ich es gelöscht und dadurch, dass ich es gelöscht habe, bekommt man auch 10 Feuerblüten. Also in jedem Lager, wo es ein Hordenfeuer gibt, gibt es auch irgendwo ein Allianzfeuer und somit bekommt man dann von diesen, wo sind sie jetzt, Blüten, verdammt viele zusammen. Und gibt es hier zum Beispiel diesen Händler? Sieht nicht so aus, dass irgendeiner von euch ein Händler ist. Nein, schade.
Und ja, da kann man dann diese Blüten eintauschen gegen dieses, ja, Spaßset und andere Sachen. So. Ach, Blödsinn, ich habe gesagt, ich nehme ja jetzt noch auf. Ich werde mich einfach hier verabschieden. Ja, da seht ihr, wie verwirrt ich schon bin. Echt schlimm mit mir. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen. Falls ihr mich unterstützen wollt, lasst doch einfach Abo, Kommentar, Daumen hoch da. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Dann sage ich auch wieder danke fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.